bin ich hergekommen? Hier war doch nichts, was ich hätte tun können. Oh. Medkit? Was anderes als Medkit kann ich doch nicht machen. Geht ja super los. Sicher was anderes noch. Nicht woanders das Ding reparieren. Ich glaube, ich musste einfach die Musik anmachen. Aber hier drin ist doch... Hier drüben waren Karten. Dann habe ich aber eh gedrückt und jetzt sind die weg. So. Das ist speichern. Aber hier kann ich auch nichts machen. Denn sie nimmt Strom wieder her. Okay. Ihr habt mich schon dran rumgespielt. Einfach so. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann ich hier unten den Strom wiederherstellen. Hier so zum Beispiel ist... Hier geht's nicht weiter. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das Alien heute sehen werden. Weil ich weiß ja auch nicht so richtig weiter. Den Strom wiederherstellen. Was sollte noch mal in dem Lagerraum sein, wo wir den Code gefunden haben? Okay. Stockwerk wechseln. Oh! Da kommen wir nicht lang, da kommen wir nicht lang. Da sind wir hier im Grün, da sind wir ja aber abgestürzt, dort kommen wir nicht mehr hoch.
Ja, ich weiß auch nicht. Lauf einfach noch ein bisschen rum. Viele Wege gibt's ja nicht. Hier geht's nicht nirgendwo lang. Mach auf! Hier gibt es bestimmt wieder irgendwo so einen kleinen Schacht, wo ich rein muss. Und ich finde den nicht. Weil ich habe auch kein Licht mehr. Hier geht's nicht rein. Hier geht's auch nicht hoch. Sehr gut, Susi. Ich habe aber keine Ahnung, was ich machen soll. Weiß nicht, wo lang. Ich glaube, wir sehen heute kein Alien mehr. Weil bis ich irgendwann mal. Ich muss ja erstmal zum Alien kommen. Ja, das ist gerade mein Auftrag. Ich muss den Strom hier wiederherstellen. Und das ist aber hier so. Da. Aber ich weiß nicht, wie ich dorthin kommen soll, weil hier geht's nicht durch. Hier geht's nicht durch. Hier geht's nicht durch. Hier bin ich abgestürzt. So, und da komme ich auch nirgendwo mehr hin. Strom wiederherstellen, genau. Der Destruktive, hallo. Aber ich war dort überall gucken. Ich weiß nicht, wo ich dort den Strom wiederherstellen soll. Ich weiß es nicht. Ich habe schon am Terminal rumgespielt. Ich habe den PC angemacht. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe hier schon überall geguckt. Ich habe hier oben geguckt. Ich habe mir hier Map aufdecken lassen. Ich habe hier schon gespielt. Dann ging der PC an. Ich habe im PC schon geguckt. Ich glaube, ich bin der weiße Kreis. Ich bin der weiße Kreis mit dem Pfeil und der Pfeil zeigt, welche Richtung ich gerade gucke. Stellen Sie den Strom wieder her. So weit bin ich schon. Ja, aber ich weiß, wie soll ich denn auf eine andere Ebene kommen, Susi? Das Problem ist, ich bin jetzt hier. So, hinter mir muss ich durch. Ich brauche aber Strom. Ich komme in den Raum nicht rein und ich komme in den Raum nicht rein. Ich komme nur in das eine Lager, also in das Lager hier und da, wo ich die Leiter hochgekommen bin. Ich bin aber von hier aus runtergefallen und ich komme hier nicht mehr zurück hoch. Ich habe nicht viel Fläche, was ich tun kann. Mach's gut, Fuchsrabe. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Und bleib gesund und so.
Aber dieses Jahr ist ja Silvester eh nicht so viel mit Feiern. Bis nächstes Jahr. Also ich weiß nicht so richtig. Hier komme ich nicht mehr hin. Richtig, also das Grüne ist, es zeigt es mir dann, stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Das ist auch also quasi die Aufgabe. Dort muss ich durch. So quasi hier. Aber dafür muss ich den Strom wiederherstellen. Ich weiß nicht wie. Da ist der Punkt nochmal. Aber dort komme ich halt. Oh, ich muss auf die Karte. Ich weiß, dort ist links oben steht nochmal das gleiche Strom wiederherstellen. Also wenn ich jetzt die Ebene ein paar Mal wechsle. So. Kommt das hier nochmal? Aber wie soll ich dorthin kommen? Ich komme von diesen Ebenen nicht weg. Ich gehe jetzt nochmal runter und mache unten nochmal die Karte auf. Fazit: Das Spiel ist doof. Ich dachte, das wird gruselig. Es ist aber einfach nur nervig. It's no fun. Jetzt bin ich hier. Aber weiter komme ich nicht. Habe schon geguckt, ob hier irgendwo ein Weg ist, aber ich habe. Hier geht's nicht lang. Und dort hinten bin ich gekommen. Hier bin ich runtergefallen. Und hier komme ich auch nicht mehr hoch. Komme ich dahin? Nee, da steht, ist eine Kiste im Weg. Das kommt alles noch. Aber ich komme hier nicht weiter. Dann kommt kein Alien mehr. Ich hier schon nicht weiterkomme, wie soll ich denn dann irgendwas anderes machen? Ja, der Destruktive, wenn du weißt, wie es weitergeht, verrat's bitte, weil ich laufe hier sonst noch 2 Stunden rum, beziehungsweise eine halbe und mache das Spiel aus, weil ich keine Lust mehr habe. Komme ich auch nicht hinter. Unten bin ich falsch, ja. Davon bin ich auch irgendwie ausgegangen, aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Weil viel mehr als in den Raum oder in diesen großen komme ich ja nicht. Muss beim Terminal etwas übersehen haben.
So. Oder kann ich speichern? Hier geht nichts mehr zu machen. Da kann ich nichts machen. Unsere Sachen umgelagert. Das haben wir ja auch schon unten gelesen. Das haben wir uns angehört. Energieknotenpunkt D13 Abflug. Stellen Sie den Strom wieder her. Da in der Mitte habe ich auch schon alles möglich geguckt. Hä? Wollt ihr mich verkackeiern? War das das erste? Aber ich habe jetzt nichts anders gemacht als sonst. Ich habe doch erst auch schon alles angeguckt und angehört. Wow. Danke, der konstruktive. Destruktive. Sorry. ja gut, ich habe nichts anders gemacht als vorhin. Aber das Spiel dachte sich so. Das ist das erste. Das erste Horrorsegment. So! War was? Oh Mann. Auf Zubehör, nachdem du an dem orangen Kasten warst. Okay. Ja, gut. Weiter geht's. Ich dachte, da ist Loot. Gut, gut. Danke dir. Mal sehen, wie viel Spaß mir das machen wird hier. Erstmal alles absuchen. Ich habe eine Leuchtfackel. Und vielleicht sollte ich Medikits. Da habe ich nichts. Okay, ich kann keine Medikits machen. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich hätte mir sonst gern ein paar Medikits gemacht. Alles klar, weiß ich Bescheid. Übrigens sehr nett, dass du gefragt hast, ob du helfen darfst und nicht einfach losgeschossen hast. Das sieht aus wie am Flughafen. Schneider benötigt. Das heißt, wir müssen hier hinten rum. Wir verschlossen. Okay, wir müssen hoch. Das Spiel gibt uns keine andere Wahl.
Torres. Oh. Ich bin hier. Hier drüben. Verlaine. Hallo! Verdammt! Mach doch nicht überall das Licht aus. Strom wiederherstellen. Ja, Mensch, das kann ich ja so gut. Oh, hier. So, wir haben den Strom wiederhergestellt. Heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Oh, hier. Fritz. Nee, Heinz. Tomatenketchup. Oh, hier ist ein Schacht. Sorry, es tut mir leid, aber Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Wie Sie wissen, steckt der Laden seit einiger Zeit schon in Schwierigkeiten und ich konnte die Schuldner nicht mehr länger hinhalten. Niemand kommt mehr nach Sevastopol. Wir sind nicht allein. Scheinbar schreibt die ganze Station rote Zahlen und jetzt wird uns der Hahn zugedreht. Ich verkaufe alles zum Schrottpreis. Einer der Ingenieure sagte, man würde es bald offiziell verkünden. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich hier nicht einen anderen Job erhoffen. Sevastopol ist am Ende. An alle Mitarbeiter des Raumfahrtterminals. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Vermeidung von Panik müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Die Colonial Marshals untersuchen Probleme auf der Station und werden alle auf dem Laufenden halten. Aus dem Büro. Was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI, die Sixton Kiwi-Androiden auf Sevastopol überwacht und ihnen beratend beisteht. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sie sind in guten Händen. Okay. So, wir haben alles gelesen. Daran kann es nicht liegen. Bevor ich aber in den Schacht gehe, hier nochmal kurz gucken. Ob ich noch woanders hin kann jetzt, wo ich den Strom wieder eingeschalten habe. Macht mir Stress. Zumindest müssen wir nicht auf irgendeine Stamina achten. Wir können einfach rennen, wie wir lustig sind. Wir verschlossen, okay. Und dort hinten braucht man einen Ionenschneider. Okay, wir müssen in den Schacht. Durch den Schacht. Ist ein bisschen wie Cyberpunk, oder? Bei Cyberpunk sieht auch alles so industriell aus. Thank you.
Ja, bin ich wieder wie bei... wie bei The Long Dark. Einfach zu schwer. So. Hier fällt alles auseinander. Na, schrecklich. Ist denen das nicht peinlich ist? Mit ihrer Raumstation hier umgehen. Schon mal nicht lang. Ich würde gern springen können. Aber das kann ich nicht. Wow. Ein Parcours. Aber pst. Was sehe ich da? Susi hält wichtige Informationen vor. Mann. Das war ein Mensch. Schreck dich doch nicht so. Wie ist denn er hier durchgekommen so schnell? Also wenn ich jetzt hier fröhliche Musik drunter lege, ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Oder wenn ich ganz viel rede. Ganz viel rede ist auch nicht so schlimm. Windows Vista Werbung. Hier ist Licht. Wenn ich ins Licht gehe, passiert was. Stimmt. Plasmaschneider benötigt. Wir brauchen einen Ionschneider und einen Plasmaschneider. Oh. Das da vorne muss der Ausgang sein. Das muss durchaus der Ausgang sein. Hallo, Behemoth. Schönen guten Nachmittag. Oh, da drüben ist eine Tür, da kann ich raus. Durch. Leuchtet grün. Aber falls es hier Loot gibt, Wachtraum. Dunkel. Ich mache erstmal Strom. Beziehungsweise ich spiele erstmal am Schalter. Ich weiß aber nicht wofür. So wird das übrigens passieren. So wird dann aus Versehen das Alien freigelassen. Weil ich an irgendeinem Schalter rumspiele, wo ich überhaupt nicht weiß, wofür. Aber Hauptsache, ich spiele dran rum. Und ich möchte betonen, ich spiele nicht auf leicht. Ja, ich spiele auf normal. Nein, wir haben noch kein Alien gesehen. Weil ich erstmal eine halbe Stunde irgendwo festhing, wo es gar... Eigentlich konnte man dort gar nicht festhängen, aber ich hing dort fest.
Hast du das Spiel durchgespielt, Behemoth? So komplett, komplett? Beziehungsweise, also... Oh! Da war jemand am Werk. Da ist Loot! Oh, ein Ionenschneider! Mir fehlt immer noch eine subkutane Impfpistole. Ja, komplett durch. Behemoth liebt das Spiel. Ich muss sagen, bisher, also wenn ich rede, ist es gar nicht so schlimm. Ich mag es nur nicht, wenn plötzlich das Licht ausgeht. Oder wenn hier plötzlich was rumpelt. Aber ansonsten... Ansonsten ist das gar nicht so schlimm. Oh, was ich hier alles brauche. Das heißt, ich komme jetzt hier noch gar nicht weiter. Weil ich weder einen Ionenschneider, noch einen Plasmaschneider, noch einen Wartungshebel habe.